Heute beim elektrischen Reporter: einsame Sieger, eine Verlobung und Aufschiebereien. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Netz ist ein paradoxer Ort. Zwar ist es angefüllt mit unfassbarer Vielfalt, geht es aber um Webdienste und Plattformen, dann bleibt von genau dieser Vielfalt oft nicht mehr viel bis gar nichts übrig, wie unser erster Beitrag zeigt. Keine 15 Jahre ist es her, da war die Welt der Suchmaschinen voller Vielfalt. Alta Vista, Lycos, Webcrawler, Hotwired und viele andere. Doch dann kam Google. Schlank, schnell und vor allem treffsicher. Google besetzte den Markt und hat ihn seitdem praktisch für sich allein. In der Internetwirtschaft ist das der übliche Gang der Dinge. Über kurz oder lang übernimmt ein einziges Unternehmen einen ganzen Markt und lässt den Konkurrenten höchstens noch kleine Nischen. eBay ist praktisch das einzige Online-Auktionshaus. Amazon ist für viele der einzige Buchversender und E-Book-Händler. Facebook ist das einzige soziale Netzwerk für alle. Und alles, was irgendwie Video ist, findet man auf YouTube. Aktuell würde ich sagen, auf dem Internetmarkt herrschen quasi Monopole. Wir haben in der Regel nur einen ganz großen Anbieter. Sie bieten häufig auch einen guten Dienst an. Und der Verbraucher merkt es erst später, wenn er wechseln will, wie schwierig das geworden ist. Im Internet gilt das Prinzip "The winner takes it all". Verbraucherschützer halten das für problematisch. Das kann für den Verbraucher in jedem Fall nach hinten losgehen, besonders wenn es solche Quasi-Monopole sind, die so einen Rundumdienstleister haben, wo man sich zum Beispiel auch an ein Endgerät bindet etc. Das alles macht den Wechsel ja wahnsinnig schwer für später. Und werden dann Bedingungen geändert, Preise erhöht etc., sind diese Wechselhürden so groß für den Verbraucher. Und dann hat er im Endeffekt das Nachsehen. Die kurze Historie des Internets zeigt allerdings auch: Nutzer sind unberechenbar. Sie kehren einem Dienst schnell den Rücken, wenn sie das Vertrauen oder einfach den Spaß daran verlieren. MySpace etwa galt einst als das ganz große soziale Netzwerk. Der Verleger Rupert Murdoch kaufte es 2005 für rund 600 Millionen Dollar und wurde dafür damals als Medienmann der Zukunft gefeiert. Heute redet niemand mehr über MySpace. Die Nutzer sind längst alle zu Facebook übergesiedelt und das Netzwerk vegetiert in der Nische vor sich hin. Dass man allerdings auch in der Nische recht gut überleben kann, das versuchen Dean Coolidge und seine Kollegen vom Berliner E-Mail-Anbieter Posteo zu beweisen. Sie bieten Verschlüsselung und einen Fokus auf Privatsphäre. Und obwohl beispielsweise Google mit einem gigantischen kostenfreien Postfach lockt und Posteo Geld für seinen E-Mail-Dienst verlangt, wächst das kleine Unternehmen. Hier wurde ein klassischer Dienst genommen, bei dem man nie erwartet hätte, dass man dafür Geld nehmen kann. Aber offensichtlich gibt es einen guten Grund für Kunden, nämlich Datenschutz und Privatsphäre, für E-Mail zu bezahlen. Die NSA-Affäre hat vieles verändert. Zumindest ein Teil der Nutzer traut den Giganten offenbar nicht mehr und wechselt zu kleinen Anbietern. Auch aus diesem Grund findet Bernd Rohleder, Chef des IT-Verbandes Bitkom, es nicht dramatisch, wenn ein Markt von einem einzigen Anbieter dominiert wird. Google ist so alt ja auch noch nicht. Und an der Stelle würde ich heute nicht wetten, dass wir in 10 Jahren oder in 20 Jahren weiterhin 91% Marktanteil haben bei einer Suchmaschine. Der IT-Lobbyist tippt auf kommende Konkurrenz aus dem Ausland, vor allem aus China und Russland. Hier seien in den vergangenen Jahren eigene Googles, eigene Facebooks und eigene Amazons entstanden. Giganten, denen schon sehr bald der Heimatmarkt nicht mehr reichen wird. Dass es Player geben wird, die mit starken Technologien und einem starken Heimatmarkt im Rücken sich internationalisieren und auch in Europa auftreten werden, davon können wir fest ausgehen. Und dann werden wir sehen, wie die Karten immer wieder in der Netzwirtschaft neu gemischt werden. Und tatsächlich nimmt schon mal einer Anlauf. Alibaba, ein Online-Händler, der zunächst in China groß wurde und jetzt weiter wachsen will. Er hat die US-Riesen eBay und Amazon ins Visier genommen. Das Internet bleibt ein unruhiger Ort.
Auch wenn einzelne Anbieter ganze Märkte für sich erobert haben, sich diesen Eroberungen sicher sein können sie nicht. Wenn zwei Menschen sich finden und sich lieb haben, dann ist das schön. Und genau deswegen geht es heute mal wieder darum, in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hallo, mein Name ist Markus Herrmann, die Kurzform davon ist Herm. Beruflich verbringe ich meine Zeit als Internet-Heini von Zirkus Halligalli. Ich war vor gefühlten 10 Jahren schon mal bei 140 Sekunden und habe damals davon gesprochen, dass ich Flummis interessanter finde als Familienplanung, weil sich meine Familie schon um mich gesorgt hat, dass ich so mit Mitte, Ende 20 immer noch nicht den Menschen an meiner Seite habe, mit dem man die Zukunft zusammen angeht. Ich war da eigentlich eher ruhig und habe sogar gedacht, das passiert schon irgendwann und siehe da, hat geklappt. Ich bin Bianca und auf Twitter findet man mich als kleine X-Eule. Ich bin natürlich auf ihn zuerst aufmerksam geworden, weil ich halt seinen Twitter-Account kannte und seinen Blog. Dann habe ich ihn irgendwann auf Facebook angeschrieben und erst war er so ein bisschen dagegen, meinte so, wenn er Leute nicht so persönlich kennt, dann macht er das nicht so gern, aber bei mir hat er eine Ausnahme gemacht. Das ging sehr lange und ich glaube, wenn man sich 5 Monate schreibt und dann sollte langsam klar werden, dass man sich gegenseitig gut findet, weil sonst ist es ein bisschen komisch. Und dementsprechend gut liefen unsere Treffen. Also wir hatten zum Glück keinen großen Unterschied zwischen wie sagt man so, Online-Realität und realer Realität. Ja. Die Verlobung kam nach einem Jahr Zusammensein dann, weil es halt irgendwie für mich dann gepasst hat, so als logischer nächster Schritt. Es ist schön, wenn man an so einem Punkt ist, wo Verloben nichts mehr was ist, wo man Angst vor hat, weil man einfach denkt, es ist so ein nächster Schritt. Ich glaube, das Wichtigste, woran man merkt, dass man eine gute Beziehung führt oder auch gute Freundschaften generell, ist, dass man zusammen schweigen kann, ohne dass es sich komisch fühlt. Das wollte ich gerade sagen. Ja, wenn es einfach passt und man halt weiß, dass man mit demjenigen durchs Leben gehen will und nicht sich so noch was offen hält, vielleicht lernt man noch jemand anderen kennen, dann passt es halt einfach. Ne? Also, ja. So besorgt wie meine Familie noch zu Flummi-Zeiten war, so froh sind die jetzt. Und ich werde gar nicht mehr im Singular angesprochen, sondern im Plural, was wir machen und nicht, was ich mache. Ne? Sind total begeistert von meinem Bayern-Import. Es ist schön, so wie es ist und es fühlt sich schön an und es ist halt irgendwie verbundener als jetzt nur eine Beziehung. Aber wir müssen jetzt auch nicht nächstes Jahr heiraten. Also. Aber es gibt doch den einen Kritikpunkt, nämlich das, wo ja auch mein Tweet kommt, weil Bianca nämlich nie sagt, dass sie Hunger hat, aber immer Appetit hat. Sie weiß auch nie, was sie essen will, aber wenn, dann isst sie einem alles weg. Sieht nichts aus. Lustige Katzenfotos, ein neues Twitter-Gewitter und YouTube-Filmchen, die genau jetzt in diesem Moment angesehen werden wollen. Das Netz ist eine einzige große Ablenkungsmaschine, wie unser nächster Beitrag zeigt. Manche Menschen schieben unangenehme Aufgaben gerne mal vor sich her. Prokrastination nennen das die Psychologen, wenn jemand seine Zeit statt mit Wichtigem mit irgendwelchen anderen Dingen vertrödelt. Ela Kagel betreibt einen Coworking-Space und kennt das Phänomen. Als Selbstständige ist sie ganz allein für ihre Zeitpläne zuständig. Und manchmal gibt es einfach so viel anderes, das gerade getan werden will, nur nicht die Arbeit. Natürlich gibt es eine ganze Bandbreite an Ablenkungsmanövern, angefangen von sozialen Medien bis zu Anrufen, die dann eintrudeln. Oder man hat natürlich unerklärlicherweise auch ständig Hunger und muss an den Kühlschrank oder sich einen Kaffee machen. Also Ablenkungsmöglichkeiten gibt es wahrlich genügend. Es ist teilweise einfach schwierig, die Zeit für sich zu finden, wo man wirklich mal in Ruhe abschalten und arbeiten kann. Manch einer greift zu Spülbürste und Putzlappen und bringt die Wohnung in Ordnung, um der eigentlichen Arbeit zu entgehen. Aber das liebste Prokrastinationswerkzeug ist zweifellos das Internet. Der Psychoanalytiker Hans-Werner Rückert glaubt zu wissen, warum. Das ziellose Herumsurfen kann man sich leicht schönreden, als notwendige Kontaktpflege etwa oder als Recherche. Dafür muss der Nutzer nicht einmal vom Schreibtisch aufstehen. Das ist vergleichbar dem, was in der Psychologie, wenn es ums Reden geht, das leere Sprechen heißt. Das ist Blabla. Und natürlich kann man im Internet mit seinem Smartphone viel Blabla machen, wo man zwar so tut, als ob man Bewegung und Dynamik erzeugt. Man bewegt ja auch die Finger und man bewegt die Augäpfel und so weiter. Aber was man dort macht, hat keinen Ertrag. Das ist Stroh.
Das ist kein wirkliches Getreide, da wird auch nie ein Brot draus, das ist einfach nur Pappe. Macht das Internet uns also unproduktiv? Viele scheinen das zu glauben. Dutzende Programme wollen den Nutzer therapieren, indem sie Arbeitsrhythmen strukturieren, Webseiten blockieren oder die Verbindung zur Außenwelt gleich ganz kappen. Für viele Selbstständige ist das keine Option. Die sozialen Medien sind für sie kein Blabla, sondern Arbeits- und Kommunikationsmittel. Ela Kagel hat für sich eine Lösung gegen Prokrastination gefunden. Zeitdruck. Denn oft hat das notorische Aufschieben etwas mit der Angst vor dem Scheitern zu tun. Die eigenen, oft überhöhten Ansprüche werden zum Hindernis. Besser also, man hat überhaupt keine Zeit für Perfektionismus. Das führt dann dazu, dass ich bestimmte Sachen gar nicht erst mache. Ich lege nicht mehr jedes Wort auf die Goldwaage, ich warte nicht auf die glänzende Idee, ich warte nicht auf den perfekten Moment, ich mache einfach. Und dann stelle ich hinterher oft voller Erleichterung fest, oftmals reicht es wirklich und es muss nicht 100% sein. Alle paar Monate öffnet Kagel den Coworking Space für eine ganz besondere Nachtschicht. Beim sogenannten Deadline-Sprint schließen die Teilnehmer zu Beginn einen Vertrag ab. Sie verpflichten sich, nicht eher zu gehen, bis alle ihre Aufgaben erledigt sind. Das baut zusätzlichen sozialen Druck auf. Die Autorin Katrin Passig hat hingegen schon lange Frieden geschlossen mit der Aufschieberitis und findet, andere Leute sollten das auch tun. Denn Gewissensbisse und Selbstvorwürfe bringen die Menschen nicht weiter. Ich glaube, dass dieses Leiden, so wie viele andere Leiden auch, zu einem ganz großen Teil daher rührt, dass man denkt, die anderen hätten alles perfekt im Griff und man wäre selbst der Einzige, der sich schwer tut mit diesem und jenem. Tatsächlich gaben 40% der Deutschen in einer anonymen Studie zu, dass sie aufschieben und deshalb auch schon Nachteile im Job oder Privatleben hatten. Dabei sind die Aufschieber überhaupt nicht faul. Sie ersetzen ja eine Tätigkeit nur durch eine andere. Man müsse daher eigentlich nur lernen, die Prokrastination in die richtigen Bahnen zu lenken, meint Passig. Die Autorin beispielsweise bastelt an einer Website, die per Zufallsgenerator kreative T-Shirt-Aufdrucke entwirft. Das bringt sogar etwas Geld ein. Vom Putzen als Form der Arbeitsvermeidung hält sie dagegen wenig. Da wird man dann nicht 15 Jahre später sagen, wenigstens ist eine saubere Küche dabei rausgekommen. Also es ist schon langfristig erfreulicher, wenn man seine Prokrastinationstätigkeiten klug wählt und irgendwas macht, was man jetzt nicht nur macht, um sich zu bestrafen, weil man es noch weniger gern macht als die eigentliche Arbeit. Prokrastination ist mehr als reine Zeitverschwendung. Sie ist ein Signal. Wer eine bestimmte Aufgabe immer weiter aufschiebt, braucht vielleicht gar nicht mehr Selbstdisziplin, sondern einfach nur eine andere Aufgabe. Denk immer an das Ende, da die verlorene Zeit nicht zurückkehrt. Thomas von Kempen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.